Hallo, hier aus dem Schnakenmoor vor den Toren Hamburgs. Ich möchte mit euch heute über die Frage sprechen, wie uns das gelingen kann, einfach mehr rauszukommen, auch vor die Tür rauszukommen, vor die Haustür, wie wir es schaffen, einfach zu machen, auch unsere Ängste beiseite zu wischen. Ich möchte mit euch über die große Kraft der kleinen Abenteuer sprechen. Vielleicht kennt ihr die Situation, viele befinden sich gerade darin, dass wir wie in so einer Art Zwickmühle uns fühlen, in der moralischen. Einerseits wissen wir, dass Fernreisen sollten wir vielleicht nicht mehr tun, schadet unserer Umwelt, schadet unserem Planeten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch oft die Erfahrung gemacht, wie sehr uns solche Reisen in die Ferne bereichern, was sie uns geben. Und ja, das ist natürlich ein Dilemma, aus dem es gilt, herauszukommen, für das es gilt, eine Lösung zu finden. Oder euch tangieren diese moralischen Bedenken gar nicht so sehr, ihr würdet sofort wieder los und ein großes Abenteuer erleben, habt aber nicht die Zeit, habt vielleicht nicht das Geld. Auch das ist natürlich eine Situation, die unbefriedigend ist. Ich kenne diese Situation sehr, sehr gut und will euch heute erzählen, wie ich das für mich geschafft habe, das für mich auszulösen. Wie ich Lösungen gefunden habe, aus diesen Situationen herauszukommen und wie am Ende sich mein Leben tatsächlich sehr, sehr verändert hat durch verschiedene Entscheidungen, die ich getroffen habe. Davon möchte ich euch erzählen. Das heißt, ich werde in den nächsten Minuten sehr viel von mir sprechen, von dem, was ich erlebt habe, von den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, es geht hier und heute nicht um mich, sondern es geht um euch. Es geht um jeden Einzelnen von euch. Ich würde mich sehr freuen, das ist eigentlich mein größtes Anliegen für diesen kleinen Vortrag hier heute, dass ihr am Ende was für euch mitnehmt, was euch so inspiriert, dass es euer Leben auch verändert, zumindest ein bisschen. Ich selbst habe mich vor ungefähr 3 Jahren in so einer Situation befunden, die für mich sehr unbefriedigend war, in der ich meine Abenteuersehnsucht nicht so leben konnte, wie ich eigentlich wollte. Ich war in einer Lebensphase, hatte mich selbstständig gemacht, habe eine Familie gegründet, wo ich nicht mehr so weit weg konnte und auch nicht mehr so weit weg wollte, wie in den Jahren zuvor. Ich habe immer gerne viel entdeckt, habe unglaublich viel gesehen von der Welt, bin gerne gereist und saß nun da zu Hause und habe gedacht, wo ist das alles hin, beziehungsweise wie kriege ich das zurück? Habe dann verschiedene Schritte unternommen, das zurückzubekommen, ja, dieses Abenteuergefühl, mehr Abenteuer in mein Leben zu bringen. Gedacht, jetzt musst du dir mehr Freiräume schaffen, um eben auch mal eine Woche, vielleicht 2 Wochen frei zu haben und das regelmäßig zu tun. Ich kam aber nicht richtig voran. Ich habe diesen Knoten nicht gelöst bekommen. Und dann habe ich eines Tages während eines Telefongesprächs mit einem Freund aus Berlin eine Entscheidung getroffen, die am Ende sehr viel in Bewegung gesetzt hat und, ja, wie ich es schon erwähnt habe, letztlich mein Leben wirklich verändert hat. Ich habe mit Simon telefoniert, einem Freund von mir aus Berlin, und wir haben am Ende dieses Gesprächs festgestellt, wie wir es so oft getan haben am Ende eines Telefongesprächs, dass wir uns mal wieder viel zu lange nicht gesehen haben. Und an diesem Tag hat Simon dann zu mir gesagt, pass auf, komm doch einfach morgen früh zum Frühstück nach Berlin. Ich lebe in Hamburg und das ist jetzt natürlich nicht um die Ecke. Habe aber dann gesagt, ja, ich mache das. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt einfach eine Entscheidung treffe, von der ich gar nicht weiß, ob sie richtig ist, wenn ich einfach mache, dann wird das etwas bewegen. Und ich habe dann zu Simon gesagt, pass auf, ich komme morgen früh, aber nicht mit der Bahn, ich komme mit dem Fahrrad. Dann haben wir relativ schnell aufgelegt, weil ich auch nicht wollte, dass ich es mir noch anders überlege oder er. Und bin in meinen Keller gegangen, habe geguckt, ob mein Fahrrad da noch steht. Das stand noch, es war fahrtüchtig. Habe ein bisschen was zusammengeräumt und bin am gleichen Nachmittag um 4 Uhr aufgebrochen vor meiner Haustür in Hamburg mit dem Fahrrad, um nach Berlin zu fahren. Jetzt ist das von Hamburg nach Berlin eine ganze Ecke, vor allen Dingen, weil ich auf der falschen Seite von Hamburg lebe. Aber ich habe mir gedacht, du fährst jetzt einfach, du fährst einfach los. Und tatsächlich war ich am nächsten Morgen um 9:45 Uhr, wir hatten uns um 10 verabredet, am Brandenburger Tor. Völlig fertig, meine Beine schmerzten unglaublich. Ich war natürlich sehr, sehr müde, weil ich nicht geschlafen hatte die Nacht. Ich habe nicht angehalten, ich bin einfach gefahren und gefahren. Denn sonst hätte ich es auch nicht geschafft, diese Strecke zu bewältigen in der Zeit. Es war so ein fantastisches Abenteuer, da war alles drin. Ich musste mich zwischendurch darum kümmern, wie komme ich überhaupt an was zu trinken, weil ich auch da nicht so richtig geplant hatte. Ich hatte ohnehin nicht richtig geplant. Ich habe einfach Google Maps aufgemacht und das Brandenburger Tor eingegeben, Option Fahrrad, und bin losgefahren. Das war aber die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Wir haben dann gefrühstückt in Berlin. Es war ein sehr einseitiges Gespräch beim Frühstück. Ich habe dazu nicht viel beigetragen, weil ich zu fertig war. Und bin dann einfach in den nächsten Zug gestiegen und wieder nach Hause, nach Hamburg gefahren. Zum Schluss war ich keine 24 Stunden, nachdem ich aufgebrochen war, wieder an meiner Haustür. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, weil ich gemerkt habe, ich muss auf überhaupt gar nichts warten, um ein Abenteuer zu erleben. Ich muss einfach mein Fahrrad nehmen und losfahren von meiner Haustür aus. Ich muss einfach meine Wanderschuhe schnüren und loslaufen von meiner Haustür aus. Ich muss auf nichts warten. Und daraufhin habe ich für mich entschieden, ich erlebe jetzt einfach mehr solcher Mikroabenteuer. Denn die haben die Kraft, eben dieses Abenteuererleben in meinen Alltag zu bringen, ohne dass ich weit weg muss. Und dann habe ich überlegt, was kann ich noch machen? Ja, ich habe diesen Begriff Micro-Adventures entdeckt. Den hat ein britischer Abenteurer, Alistair Humphreys, zum ersten Mal verwendet im Englischsprachigen. Der war in Deutschland aber noch gar nicht so bekannt. Und habe diesen Begriff dann für mich genommen und habe gesagt, ich mache jetzt Mikroabenteuer. Ich bin jetzt ein Mikroabenteurer. Habe für mich persönlich auch Regeln definiert, was jetzt ein Mikroabenteuer abgrenzt von anderen Outdoor-Aktivitäten, die ich mache. Die erste Regel, die ich persönlich für mich aufgestellt habe, ist ein Zeitfenster. Ein Mikroabenteuer dauert für mich maximal 72 Stunden. Die zweite Regel, ich benutze kein Auto und kein Flugzeug für ein Mikroabenteuer. Und die Regel Nummer drei, wenn eine Nacht dabei ist bei einem solchen Mikroabenteuer, dann verbringe ich die immer draußen ohne Zelt. Die Regeln habe ich deswegen für mich aufgestellt, weil sie mich rausführen aus der Komfortzone. Und das ist ja was, was ein Abenteuer ausmacht, dieses Durchbrechen von gewohnten Mustern, dieses Überschreiten der Komfortzone. Also, kein Auto zu benutzen, das gehört dazu. Oder auch eine Nacht eben nicht im Zelt zu verbringen und auch nicht im Auto, nicht in der Pension, nicht in irgendeinem Hotel, sondern einfach unterm Sternenhimmel. Das führt mich natürlich auch aus der Komfortzone. Hat aber noch einen anderen Aspekt, nämlich, dass wir wild zelten gar nicht dürfen in Deutschland. Das wilde Zelten ist verboten. Wenn wir kein Zelt dabei haben, dann ist das eine Grauzone, in der doch einiges möglich ist. Diese drei Regeln waren für mich eine sehr, sehr gute Motivation, mich auch immer wieder aus der Komfortzone rauszuholen. Das heißt aber nicht, dass sie festgeschrieben sind, dass sie eine allgemeingültige Definition des Mikroabenteuers darstellen. Denn ich kann ja nicht sagen, wo beginnt für jemand anderen die Komfortzone, beziehungsweise wo endet sie. Aber mir ist auch wichtig gewesen, diesen Aspekt des Abenteuers hochzuhalten, also wirklich neue Wege zu gehen, Muster durchbrechen und auch Ungewissheit akzeptieren, nicht zu wissen, wie verhalte ich mich selbst in dieser Situation. Viele wollen Abenteuer, aber genau wissen, wie es ausgeht, dann ist es im Prinzip schon kein Abenteuer mehr. Ich habe dann immer mehr solcher Mikroabenteuer gemacht. Ich bin mit einem guten Freund aus Köln aufgebrochen in die Eifel. Wir sind den größten Vulkansee Deutschlands durchschwommen, den Laacher See, haben unser Gepäck dort durchgezogen auf einem Floß, was wir uns selber vor Ort gebaut hatten. Und dann im Anschluss sind wir noch 2 Tage durch die Eifel gewandert, haben die Nacht im Freien verbracht, durch das wunderschöne Tal der Ahr am Ende noch und dann mit dem Regionalzug wieder zurück nach Köln. Ich habe nach einem Ort in Hamburg gesucht, wo ich meine Hängematte aufspannen kann und die Nacht verbringen kann und den gefunden im Hamburger Containerhafen mit einem fantastischen Blick auf das Hamburger Hafenpanorama und ja, der Erkenntnis, dass dieser Ort wirklich nicht weit entfernt ist. Denn es muss ja bei einem Abenteuer, auch bei einem kleinen, nicht immer darum gehen, möglichst weite Strecke, möglichst viel zu schaffen in kürzester Zeit, sondern ja, auch einfach mal herauszukommen aus der Komfortzone auf der ganz anderen Seite, nämlich weg von diesem höher, schneller, weiter. Und dieser Spot, an dem ich dort übernachtet habe in der Hängematte, der liegt wirklich ja, direkt vor der Tür. Ich bin mit der Fähre, einer öffentlichen Fähre, die dort rüberfährt auf die andere Seite der Elbe, einfach ja, übergesetzt. Es hat ein paar Euro gekostet, dann musste ich noch wenige hundert Meter laufen und dann war ich an diesem Ort. Und es ist ein ganz wunderbarer Ort, an den ich jetzt immer wieder auch schon zurückgekehrt bin für eine weitere Nacht. Ich bin mit dem Nachtzug von Hamburg nach Innsbruck gefahren, denn ich wollte im Rahmen dieser 72 Stunden auch mal richtig in die Berge. Und das ging dann nur mit dem Nachtzug, denn ich hatte ja die andere Regel, ich darf kein Auto, kein Flugzeug benutzen. Und dann bin ich mit einem Freund dort auf einen Berggipfel gestiegen, auf die Serls, einer der Hausberge von Innsbruck. Wir wollten die Nacht auf dem Gipfel verbringen. Da hat uns das Wetter ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir sind in einen unfassbaren Schneesturm geraten
Und ja, haben dann trotzdem gesagt, komm, wir verbringen diese Nacht draußen. Es hat zwar nicht für den Gipfel gereicht, das wäre zu gefährlich gewesen, so vernünftig waren wir dann doch, aber haben ja, im Schnee da unser Biwak aufgeschlagen und die Nacht dort verbracht. Also auch ja, unvergessliche Momente erlebt. Ich war Müllsammeln auf Sylt, bin einfach mit dem Zug von Hamburg nach Westerland gefahren und dort 2 Tage über die Insel gewandert und habe jedes Teil Plastik eingesammelt, was ich am Strand gefunden habe. Auch das war ein schöner Anlass, um einfach rauszukommen und 2 Tage draußen zu sein. Dann bin ich mit einem Tretboot, was ich mir gekauft habe, ein altes Tretboot, das lag in Kalifornien, das ist ein Ort an der Ostseeküste hier in Norddeutschland, gleich neben Brasilien. Von dort aus bin ich dann mit diesem Tretboot durch den Nordostseekanal gefahren. Das hat vorher noch nie jemand gemacht und die Leute haben natürlich geguckt, als wären wir, das war auch mit einem Freund, dieses kleine Abenteuer, als wären wir total bescheuert. Aber es war ja auch ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Auch wenn ich es in der Form jetzt so nicht nochmal machen würde, weil ich festgestellt habe, ich gehe ja nicht raus, um zu sitzen 3 Tage. Aber ja, wir werden das nie vergessen und sind auch an diesem kleinen Abenteuer sehr gewachsen. Ich habe dann festgestellt, dass ich auf diese Geschichten unglaublich viel Feedback bekomme, dass da Menschen mich ansprechen und sagen, Mensch, sowas will ich unbedingt auch mal machen. Woraufhin ich nur sagen konnte, ja, mach doch, es braucht nicht viel dazu. Habe aber dann begonnen, diese Erlebnisse auch zu teilen auf den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook. Habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Mikroabenteuer. Ein Buch, an dem gar kein Verlag Interesse hatte. Deswegen habe ich das selbst veröffentlicht, weil ich daran geglaubt habe, an diese Idee und daran, dass sie wichtig ist für sehr, sehr viele, dass sie sehr viele Menschen abholt und eine Lösung liefert für eine Situation, in der sich diese Menschen befinden. Dieses Buch war dann sehr erfolgreich und immer mehr Menschen haben diese Idee des Mikroabenteuers für sich entdeckt. Daraus ist mittlerweile etwas entstanden, was ja, einige schon als Bewegung, als Mikroabenteuerbewegung bezeichnen. Ich habe ein 2. Buch geschrieben zu dem Thema, das heißt Raus und Machen. Diesen Herbst wird noch ein 3. erscheinen. Ich habe 2 Podcasts zu dem Thema und freue mich einfach sehr, sehr darüber, ja, dass so viele Menschen sich davon abgeholt fühlen, von dieser Idee. Diese Idee ist natürlich nicht gänzlich neu, aber wir leben in einer Zeit, in der sie einfach sehr, sehr relevant ist. Und es gibt 1000 Möglichkeiten, solche kleinen Abenteuer sich zu kreieren. Wir können eine S-Bahn-Strecke nehmen und die einfach mal vom Start bis zum Endpunkt ablaufen, abwandern und eben nicht abfahren. Wir können Wege nehmen, die wir sonst mit dem Auto oder mit der Bahn zurücklegen, wie zum Beispiel Verwandte besuchen und die laufen oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Zum Beispiel zu Fuß zu Mutti zu laufen, je nachdem, wo die wohnt. Dauert das vielleicht dann auch mal 2, 3 Tage. Aber ja, das dann zu tun, das zum Anlass zu nehmen, um mal rauszukommen. Wir können nachts draußen unterwegs sein, zum Beispiel eine Vollmondwanderung machen. Wir können Nächte draußen verbringen. Dabei ist natürlich ganz wichtig, immer auf den Naturschutz zu achten, uns respektvoll gegenüber der Natur und auch anderen Menschen zu verhalten, uns an die Regeln zu halten, gerade in Schutzgebieten. Wir können zum Beispiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mal unterwegs sein, ohne irgendwo einzukehren. Auch das kann ein kleines Abenteuer sein. Oder uns einfach den Sonnenaufgang irgendwo ansehen. Also früh aufstehen, früh den Wecker stellen, irgendwo hinwandern an einen schönen Ort, um dort die Sonne aufgehen zu sehen. Wir können auch das Abendessen einfach mal in die freie Natur verlagern oder natürlich draußen übernachten. Wer sich noch nicht zutraut, wirklich in der freien Natur zu übernachten, der kann das auch im Garten tun oder auf der eigenen Terrasse, auf dem eigenen Balkon. Nur wirklich unterm Sternenhimmel draußen in der freien Natur zu schlafen, ist so ein wunderbares Erlebnis, ist so ein tolles kleines Abenteuer und ja, es braucht nicht viel, um das zu tun. Wir können auch zwischen 2 Arbeitstagen so ein Mikroabenteuer erleben. Warum nicht einfach den gepackten Rucksack schon mit zum Arbeitsplatz nehmen, dann nach Feierabend eine Stunde raus, zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Bahn, die Nacht draußen verbringen und morgens direkt wieder ins Büro. Da müssen wir Lösungen finden, wie machen wir uns frisch. Aber das ist doch möglich. Weil das noch keiner gemacht hat oder weil wir das noch nie gemacht haben, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist. Um eure Kreativität noch ein bisschen anzuregen, zeige ich jetzt euch noch ein paar Bilder von Abenteuern, die ich erlebt habe vor der Tür. Ich war mit meinem 6-jährigen Sohn auf der Zugspitze. Wir sind dort hochgewandert. Das war kein Mikroabenteuer im engeren Sinne, weil wir 2 Nächte in Hütten verbracht haben. Aber ein nicht minder unvergessliches
Erlebnis. Das war für ihn ganz besonders, für mich natürlich auch. Wir kamen in eine Wetterlage, die doch schwierig war, wieder zum Ende hin. Wir haben es aber geschafft auf den Gipfel und dann am nächsten Morgen klarte das auf. Die Sonne ging auf über den Alpen und wir standen dort an diesem Gipfelkreuz alleine, weil es völlig vereist war. Wir mussten uns auch sichern, um diesen letzten kleinen Grat zum Gipfelkreuz dazu bewältigen. Aber ja, dann war es natürlich ein umso besondereres, intensiveres Erlebnis, dort oben zu stehen, und ist für uns beide unvergesslich und hat uns natürlich auch noch mal sehr zusammengeschweißt. Dann bin ich im vergangenen Jahr mit dem Stand-Up-Paddleboard nach Helgoland gefahren, was ja fast schon eine Mikroexpedition ist. Auch das hat noch niemand vorher gemacht und auch niemand seitdem. Es war Wahnsinn, dieses Ziel zu erreichen dort. Ich habe lange geträumt von dieser Tour. Ich habe sie das Jahr vorher nicht umsetzen können. Jeder hat mir gesagt, es ist nicht möglich, mit dem Stand-Up-Paddleboard nach Helgoland zu fahren. Aber ich habe daran geglaubt, dass es möglich ist, und es war möglich. Ich habe mich begleiten lassen auf dieser Tour von einem kleinen Boot. Also es geht natürlich auch immer darum, die Gefahr oder das Risiko insofern zu minimieren, dass es nicht lebensgefährlich wird. Aber die Herausforderung hat das natürlich nicht kleiner gemacht, und ich war sehr, sehr glücklich, als ich dann auf dieser Insel ankam. Ich bin mit dem Freund, mit dem ich auch das Floß am Laacher See gebaut habe, von Deutschland nach Dänemark geschwommen. Das hatten wir uns vorgenommen und dann eine Stelle gefunden an der Flensburger Förde, wo das gar nicht so weit ist, wo das nur 1,5 Kilometer sind und wo ich behaupte, dass jeder, der ein paar Bahnen im Schwimmbad schwimmen kann, das schaffen würde, von Deutschland nach Dänemark zu schwimmen dort. Wir haben dann auf der dänischen Seite eine Nacht verbracht in unseren Hängematten und sind am nächsten Morgen wieder zurückgeschwommen. Das Gepäck haben wir übrigens dieses Mal auf einem kleinen Stand-Up-Paddleboard transportiert und nicht auf einem Floß. Das war dann unser kleiner Upgrade. Und jetzt gerade erst vor wenigen Wochen habe ich selbst eine Nacht auf meiner Terrasse verbracht bei -3 Grad. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal wieder raus. Und ja, da habe ich dann das Abenteuer gegriffen, was wirklich direkt vor meiner Haustür lag. Ich könnte jetzt noch ewig weitererzählen von solchen Erlebnissen, aber vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, die ihr vielleicht umsetzen mögt. Vielleicht rattert es schon in eurem Kopf und da sind so ein paar Anlässe, die ihr vielleicht hernehmen mögt, um rauszukommen, um aufzubrechen. Dazu gehört auch ein Stück weit unseren Ängsten entgegenzutreten und zu sagen, okay, ihr seid da, aber hinter euch, da wartet etwas auf mich, was viel wertvoller ist, was mich wirklich wachsen lässt. Es geht darum, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da, wo wir sind. Das ist letztlich die Essenz des Mikroabenteuers. Mikroabenteuer, die wischen alle Ausreden beiseite, die wir oft so haben. Wir haben wenig Zeit, das führen wir oft an. Wir haben vielleicht nicht die richtige Ausrüstung, brauchen wir nicht für so ein kleines Abenteuer. Wir können einfach so starten und dann werden wir vielleicht sehen, was wir noch brauchen, dann beim nächsten Mal. Also lasst uns einfach anfangen und da rausgehen und was erleben. Wie gesagt, das Beste aus dem machen, was wir haben, da, wo wir sind. Und die vielleicht größte Kraft der kleinen Abenteuer ist, dass sie unseren Alltag verändern können. Wenn wir große Abenteuer erleben, wenn wir auf große Reisen gehen, dann ist das ja oft so, wir kommen wieder, denken, alles ist anders, stellen aber fest, nach wenigen Wochen ist es nichts anders. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir schneller wieder weg wollen als vorher. Und mit den kleinen Abenteuern kann es uns gelingen, unseren Alltag wirklich nachhaltig zu verändern. Abenteuer hängen nicht von der Destination ab, sondern von unserer Einstellung, von unserer Haltung. Also raus und machen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann kannst du mir die gerne stellen. Und zwar per E-Mail an mail@christoförster.com. Und wenn du Lust hast, dich intensiver mit dem Thema Mikroabenteuer zu beschäftigen, guck dir natürlich auch gerne meine Bücher an. Die heißen Mikroabenteuer, das eine, und Raus und Machen. Hör in meine Podcasts. Der eine heißt Raus und Machen, ist bei Audible zu hören. Der andere heißt Frei Raus und überall, wo es Podcasts gibt, zugänglich. Du kannst dich auch austauschen. Auf Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Mikroabenteuer Community. Die habe ich vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Da sind 7000 Mitglieder versammelt, die ihre eigenen Erfahrungen teilen, Fragen stellen. Also guck auch da gerne mal rein. Und wenn du magst, guck natürlich auch auf meiner Website vorbei, christoförster.com. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit da draußen und vor allem bleib gesund.